Ach, da hinten rein wahrscheinlich. Ach Gott. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass Menschen so gute Redner sein können. Ja, kannst du mal sehen, ne? Loyalität zur Flotte bedeutet mehr als nur das Beseitigen von Geth. Talisora ist schuldig. Hitzige Diskussion. Talisora hat zwar einen Menschen als Captain, aber der ist wenigstens wortgewandt. Talisora was niemand. Oh, Verzeihung. Ich meinte, was Normandy. Schon gut. Die Namensänderung war nicht meine Entscheidung. Auf Befehl von Admiral Rahn steht das Shuttle Ihnen und Captain Shepard was Normandy zur Verfügung. Können Sie uns sagen, was uns auf der Alarai erwartet? Ich fürchte, da bin ich schlecht informiert. Den ersten Angriff haben nur wenige Marines überlebt. Aber sie haben von großen Angriffswellen von Geth gesprochen. Viel mehr als dort hätten sein dürfen. Es hätten dort gar keine sein dürfen. Richtig. Ich meinte, dass sie befürchten, die Geth würden mit den Einzelteilen auf der Alarai mehr von den ihren zusammenbauen oder reparieren. Fliegen wir zur Alarai. Natürlich. Ich schalte das Shuttle jetzt frei. Viel Glück mit den Geth, Talisora. Kila Selai. Also an den Prozess an sich kann ich mich nicht erinnern, aber ich glaube an das, was jetzt kommt. So, läuft da drüben alles. Ich glaube ja. Oh, ich sehe heute so fertig aus, gell? Ich sehe heute echt fertig aus. Tut mir leid. Das gefällt mir gar nicht. Das ist so ein Frauenproblem, glaube ich, ne? Heute ist nicht so mein Tag. Feindbeschuss. Hübsch. Seh nix. Falsch. Morden. Boah, wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Muni, gell? Juhu! Reparaturdrohne. Machen wir erstmal das. Speichereinheiten, die ich Vater geschickt habe. Das müssten Teile einer deaktivierten Reparaturdrohne sein und ein Reflexalgorithmus, den ich nicht identifizieren konnte. Das stammt von Haystrom. Was musste ein Teil haben, damit Sie es Ihrem Vater geschickt haben? Es musste funktionsfähig sein. Etwas, das man analysieren und in andere Technologien integrieren kann. Etwas Neues hatte Priorität. Ansonsten jede Technologie, die die Geth selbst entwickelt hat. Zeichen für Modifizierungen, Hinweise auf ihre Denkstrukturen. Wie haben Sie die Sachen zu Ihrem Vater gebracht? Manchmal habe ich Pakete an sicheren Plätzen in zivilisierten Gegenden hinterlassen. Jemand auf Pilgerreise hat dann dafür gesorgt, dass sie nach Hause geschickt wurden. Wenn ich etwas Wertvolles gefunden hatte, habe ich ein Signal nach Hause geschickt und Vater ließ das Teil dann von einem kleinen Schiff abholen.
Maelstrom war Kriegsgebiet. Wie konnten sie in dem Chaos noch Einzelteile bergen? Diese Anzüge haben mehr Taschen, als sie glauben. Wir Quarianer haben gelernt, alles zu bergen, wann und wo es notwendig ist. In vernünftigem Rahmen natürlich. Wir sind ja keine Vorcha. Aber wir reparieren, was die meisten anderen wegwerfen würden. Hunderte von Schiffen in unserer Flotte waren eigentlich Wracks, die wir im Weltraum treibend gefunden oder für fast nichts gekauft haben. Geben Ihnen die geborgenen Teile einen Hinweis darauf, was hier geschehen sein könnte? Nein, ich weiß nicht. Shepard, ich habe alles überprüft, was ich hierher geschickt habe. Einige tolle Stücke habe ich nicht geschickt, weil ich sie für zu gefährlich hielt. Weil sie sich womöglich unkontrolliert selbst aktiviert oder repariert hätten. Ich weiß nicht, welche Möglichkeit schlimmer ist. Dass ich nachlässig war und doch etwas Gefährliches geschickt habe? Oder dass Vater das alles wirklich getan hat? Wir werden es herausfinden. Cool. Neue Schilde. Wer lässt gerade die Systemdiagnose laufen? Ich habe das nicht genehmigt. Oh, Kela. Wie viele Gäste sind vernetzt? Alle. Ryle, Zora. Runterfahren. Alles runterfahren. Sie sind im System. Feinde im Anmarsch. Oh, das war's schon. Bisschen Geld einsammeln hier. Und ein bisschen Money. Oh, ich war zu schnell. Ich dachte, es war schon fertig, deswegen bin ich zum Wandsafe. Oh. Hier kriegen wir aber Money. Money, Money, Money. Feinde gesichtet. Der Nächste. Das klingt wie wenn man zum Arzt geht. Der Nächste, bitte. Ohne Probleme. Einer ist erledigt. Habt ihr gut gemacht. Ab und zu das Team loben. Soll helfen, habe ich gehört. Was in dieser Konsole. Die meisten Daten sind beschädigt, aber ein paar sind noch übrig.
Sie haben an Geth-Systemen Experimente durchgeführt. Es ging um neue Wege, den Schutz der Geth vor Umprogrammierung zu umgehen. Halten Sie die Waffentests an den Geth für richtig? Es werden ja keine Waffen an Gefangenen getestet, Shepard. Ich habe Vater nur Einzelteile geschickt. Selbst wenn er sie zusammenbaut, haben sie noch kein Bewusstsein. Sie haben gesehen, was Saren und Sovereign mit den Geth gemacht haben. Jede Forschung, die uns einen Vorteil verschafft, ist wichtig. Wussten Sie, was für Tests Ihr Vater durchgeführt hat? Nein, Vater sagte nur, ich soll ihm jedes Teil der Geth schicken, das ich in die Finger bekomme und das keine Gefahr für die Flotte darstellt. Ich hatte zwar den Verdacht, dass er Waffen testet, aber ich dachte, es ginge nur um neue Methoden zur Überwindung von Schilden oder Panzerung. Könnten diese Daten Ihren Namen reinwaschen? Wohl kaum. Es sind hauptsächlich Ergebnisse über die Auswirkungen verschiedener Hacking-Techniken. Ich verstehe nicht alles davon. Aber Sie haben womöglich die Geth absichtlich aktiviert. Ich bin nicht sicher. Es steht nicht eindeutig hier drin, aber wenn es stimmt, dann hat Vater etwas Schreckliches getan. Was sollte das alles, Vater? Du hast mir ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Sollte uns das hier nach Hause zurückbringen? Vielleicht sollte Ihr Volk sich von der Idee lösen, den Geth ihre Welt wieder wegzunehmen. Sie wissen ja nicht, wie das ist. Sie haben einen Planeten, zu dem Sie zurück können. Mein Zuhause lässt sich durch einen gezielten Angriff auslöschen. Sie haben einen Platz, wo Sie hingehören, Tali. Geben Sie das nicht für einen unnötigen Krieg auf. Unnötig? Shepard, ich sterbe, wenn ich in meiner eigenen Heimat keinen Helm trage. Ein einziger Kuss und ich lande im Krankenhaus. Jedes Mal, wenn Sie mit bloßen Fingern eine Blume berühren oder ohne Luftfilter Ihren Duft genießen, tun Sie etwas, das mir verwehrt ist. Die Pilgerreise soll verdammt sein. Ohne Sie hätte ich nie erfahren, was mir entgangen ist. Was wir verloren haben, als uns unsere Heimatwelt genommen wurde. Haben die Quarianer erwogen, eine neue Welt zu kolonisieren? Wir hätten schon genug Schwierigkeiten, uns in unserer eigenen Welt zu akklimatisieren. Bei einer Kolonie auf einer fremden Welt wäre das noch viel schwieriger. Wir reden hier von 60 Jahren oder eben 600. Damit die jetzt Lebenden einen Sonnenuntergang ohne Maske genießen können, müssen wir unsere eigene Heimat zurückerobern. Zumindest ein Schiff können wir zurückerobern. Gehen wir. Mein armes, kleines Tali-Mäuschen. Was soll ich nur machen? Was ist mit meinen Teamkameraden? Sind die tot? Oh, Morden ist tot. Nicht mitgekriegt, dass er von uns gegangen ist. Aber gut. Er ist ja wieder da, der Kleine. Und wo bist du? Hier ist noch einer. Ich höre dich irgendwo ein. Überzeugt, dass wir in weniger als einem Jahr ein funktionierendes
da oben, du Scheißi. Oh mein Gott. Ich hab doch die ganze Zeit gedacht, hä, ich höre doch hier noch was. Dass sie kommen würden. Und er hat versucht, ihnen zu helfen. Das ist nicht perfekt. Und es ist nicht das, was sie wollten. Aber es ist das Beste, zu dem er fähig war. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Der Gedanke, dass ich ihm nie etwas bedeutet habe. Oder dass es doch so war und er nur keine andere Möglichkeit hatte, es zu zeigen. Es ist unwichtig. So oder so. Er hat mir etwas bedeutet. Und ich bin hier. Und jetzt bringen wir es zu Ende. Ich muss sagen, ich mag den neuen Anzug von ihr. Der glänzt so schön, wie so Seide. Sieht sehr, sehr elegant aus. Oh cool, Modellschiff der Flottille, cool. Nee, du nicht. Hä? Erstmal den großen. Fuck. Deckung, geh mal weg. Ich brauch Deckung. Hallo? Ich habe das Problem schon wieder gehabt. Ich konnte nicht schießen. Diese Konsole ist mit dem Hauptverteiler verbunden, den Vater erwähnt hat. Wenn wir sie ausschalten, war's das für alle Geth, die uns entgangen sind. Es sieht aus, als seien einige der Aufzeichnungen noch intakt. Sie werden uns sagen, was hier vorgefallen ist und was mein Vater getan hat. Das klingt, als wollten Sie es eigentlich lieber nicht hören. Nein, wir müssen, das weiß ich. Es ist schrecklich, Shepard. Ich will nicht erfahren, dass er daran beteiligt war. Haben wir genug Teile, um mehr von Ihnen online zu bringen? Ja, die neue Lieferung Ihrer Tochter ermöglicht es uns, dem Netzwerk 2 weitere Geth hinzuzufügen. Wir stehen kurz vor einem Durchbruch bei systemischen Virenangriffen. Vielleicht sollten wir den Admiralitätsrat darüber informieren. Nur so zur Sicherheit. Nein, wir sind kurz davor. Ich habe meiner Tochter ein Haus auf der Heimatwelt versprochen. Ich werde nicht untätig herumsitzen, während die Politiker sich streiten. Es wäre einfacher, wenn Tali Sora uns mehr Arbeitsmaterial schicken könnte. Kommt nicht in Frage. Tali soll keineswegs irgendwelche politischen Konsequenzen tragen müssen. Wir halten Tali da raus. Wir setzen neue Geth aus dem zusammen, was wir haben. Falls nötig, unter Umgehung der Sicherheitsprotokolle. Es klingt, als habe er das alles für Sie getan. Ich wollte das nicht, Shepard.
Kila, ich wollte das nie. Das alles hier ist seine Schuld. Ich habe so getan, als würde nichts auf ihn weisen, aber jetzt... Wenn das beim Prozess bekannt wird, werden sie... Wir sagen es ihnen nicht. Den Admiralen nicht und sonst auch niemandem. Tali, ohne diese Beweise wird man sie verstoßen. Glauben Sie, das weiß ich nicht? Glauben Sie, ich lebe gerne in dem Bewusstsein, nie mehr zur Flotte zurückzukommen? Aber ich kann nicht zurück in diesen Raum gehen und sagen, dass mein Vater der schlimmste Kriegsverbrecher in der Geschichte unseres Volkes ist. Das kann ich einfach nicht. Wir werden diese Entscheidung nicht hier treffen. Mal sehen, was die Admirale sagen, sobald wir zurück sind. Sie sind mein Captain bei dieser Anhörung, Shepard. Es ist Ihre Entscheidung. Aber bitte zerstören Sie nicht, was mein Vater einst war. Kommen Sie. Wenn wir zu lange warten, erklären die uns noch für tot. Und dann wäre all das nicht mehr von Bedeutung. Jetzt sind wir mal gespannt. Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Okay. Wir haben keine Nachricht erhalten und müssen annehmen, dass Tali Zora nicht überlebt hat. Klingt, als hätte die Anhörung schon begonnen. Hä, wir kommen doch aber. Hört mal auf. Also gut. Ist der Admiralitätsrat bereit, ein Urteil zu fällen? Entschuldigen Sie die Verspätung. Tali Zora Vaas Normandy hat die Alarai gerettet. Hoffentlich beweist das ihre Loyalität zum quarianischen Volk. Ihre Loyalität stand nie in Zweifel, nur ihre Urteilsfähigkeit. Vielleicht kann Tali Zora etwas anbieten, damit wir ihrer Urteilsfähigkeit mehr Vertrauen entgegenbringen. Haben Sie auf der Alarai etwas gefunden, das Licht in die Vorfälle bringt? Oh. Shepard, bitte. Hat Captain Shepard neue Beweise, die er bei dieser Anhörung vorlegen möchte? Tali hat mir geholfen, Saren und die Geth auf der Citadel zu besiegen. Das müsste als Beweis genügen. Mir ist unklar, welche Relevanz. Tali interessiert sie eigentlich gar nicht, richtig? Es geht bei diesem Prozess gar nicht um sie, sondern um die Geth. Diese Anhörung hat mit den Geth nichts zu tun. Sie wollen nur, dass die Leute mit ihnen sympathisieren. Han Garrel will in den Krieg ziehen. Um Tali geht es dabei keinem von ihnen. Sie weiß mehr über die Geth als jeder andere lebende Quarianer. Sie sollten auf sie hören, statt sie vor Gericht zu zerren. Tali Zora hat die Citadel gerettet. Und die Alarai. Sie hat der Galaxie gezeigt, was die Quarianer ausmacht. Einen besseren Beweis gibt es doch gar nicht. Sind die Admirale bereit, ihr Urteil zu fällen? Tali Zora. Angesichts ihrer Verdienste sind die Beweise für eine Verurteilung nicht ausreichend. Sie werden hiermit in allen Anklagepunkten freigesprochen. Commander Shepard, bitte nehmen Sie diese Geschenke an. In Anerkennung Ihrer Mühe bei der Vertretung eines Mitglieds unseres Volkes. Wenn Sie mich respektieren, dann hören Sie mir zu. Die Reaper kommen. Ich brauche Ihre Hilfe, um sie aufzuhalten. Bitte reiben Sie sich nicht im Kampf gegen die Geth auf. Danke, Commander Shepard. Ich hoffe, der Rat wird Ihren Rat berücksichtigen. Die Anhörung ist hiermit beendet. Geh in Frieden, Tali Zora Vaas Normandy. Kela Seres. Ich kann nicht glauben, dass Sie das geschafft haben. Was Sie gesagt haben. Noch nie hat sich jemand so für mich ins Zeug gelegt. Danke, dass Sie für meinen Vater und mich da waren. Selbst als... Danke. Wir könnten wieder reingehen und Sie doch noch verstoßen lassen, wenn Sie möchten. Nein, danke. Es ist in Ordnung, wie es ist.
Es macht Spaß, Ihnen beim Brüllen zuzusehen. Kommen Sie, Talisora war's, Normandy. Gehen wir zurück auf unser Schiff. Danke, Captain. Was das wohl ist? Talisora wurde von allen Anklagepunkten freigesprochen und ihr Vertrauen in Shepard gewährleistet während der Mission ihre Loyalität. Die politischen Konsequenzen der quarianischen Kriegsanstrengungen gegen die Geth sind besorgniserregend, werde wahrscheinlich quarianische Truppen gegen die Reaper braucht. Kann keine zusätzliche Instabilität riskieren. Oh, wir haben noch ein neues Outfit. Charlie, das sieht sehr cool aus. Dann haben wir ein paar neue Schilde. Und endlich haben wir den Tech-Schaden erhalten. Halleluja, ich sag's euch. Halleluja. Verrat, Trophäe erhalten. Schön. Es freut mich. Auf zur Forschungsstation. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Doch noch nicht zur Forschungsstation. Ungelesen. Zurück vom Lager der Frauen. Von Earthnot Dark. Lieber Mensch. Der Clanführer hat befohlen, ich soll mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Ich kann mich kaum noch an etwas erinnern, aber der Commander der Kundschafter hat gesagt, sie hätten meine Eier aus der Schusslinie gezogen, als ich drüben im Warlock-Lager gefangen und vergiftet wurde. Danke dafür. Wenn ich das nächste Mal die Gelegenheit habe, einen Menschen zu töten, werde ich es nicht tun. Außer ich kriege einen Blutrausch oder so. Was halt so passiert. Nach meiner Genesung durfte ich ins Lager der Frauen und das war ziemlich gut. Ich hatte mir schon überlegt, zum Bloodpack zu gehen, aber jetzt bleibe ich doch lieber hier. Cool. Earthnot Dark, Kundschafter zweiter Klasse. So, hat er da ein Mädel kennengelernt. Hä? Das freut uns natürlich, dass wir da geholfen haben. Alles klar, wir gehen in die Forschungsstation. Und dann sprechen wir mit der Tali natürlich. Was? Multikern? Ach du, wir haben so viele Planeten erforscht. Wir können es uns leisten. Ja, Tech-Schaden. Kann ich nochmal? Kann ich nochmal? Abklingzeit noch. Jetzt habe ich das... Guck mal, alles grau. Also das hier, ne? Das brauchen wir noch. Dann haben wir nämlich das auch alles fertig. Okay. Ja, das brauchen wir nicht. Oh, schön, das freut mich. Das freut mich. Und ich hänge gerade. Das ist so. Tali! Sag mal, Kelly, willst du eigentlich was sagen? Ich habe das Aquarium in Ihrer Kabine gesehen. Wenn Sie möchten, füttere ich in Ihrer Abwesenheit die Fische. Was ist denn... Das fragt sie uns jetzt. Jetzt fragt sie uns das, nachdem ich zwei Fische gekauft habe und die jedes Mal gestorben sind. Jetzt erst fragt sie, ob sie sich darum kümmert. Ist das dein Ernst, Mädchen? Ist das jetzt für... Also, hättest du es dich eher fragen können, oder? Jetzt mal ganz... Also... Heidenei. Jetzt... Das wäre sehr nett, Kelly. Aber gerne doch. Wie auch immer. Was gibt's? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Das regt mich gerade voll auf. Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Mann! Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander.
Da sind ja noch nicht mal mehr Fische drin. Wir müssen ja eh das Modell angucken, was wir bekommen haben, die Flottille. Und da sind ja noch nicht mal Fische drin. Die sind ja einfach so gestorben. Obwohl ich sie gefüttert habe. Wo ist denn das? Ah, da unten, ne? Das ist die Flottille da unten, glaube ich. Heißt, wir haben da noch einen Halter. Da müsste da noch was hin. Und? Vielleicht noch da drüben? Sehr, sehr cool. Ah, oh, wir sind so gut. Hamster lebt, der Hamster wenigstens. Ach, oh, wenigstens der Hamster lebt noch. Um den habe ich mir gar nicht gekümmert. Oh, wie schlecht. Ach Gott, die Alte, wie sie mich gerade aufregt. Kelly, Mann. Ah. Kenneth, wie haben sich die neuen Schilder auf das Gleichgewicht... Kila, es tut mir leid, dass ich sie in die quarianische Politik mit reingezogen habe. Diese ganzen Grabenkämpfe und dann noch die Handlungsweise meines Vaters. Sie waren als Einzige für mich da, Shepard. Mein einziger Schutz vor dem Sturm. Danke. Sie werden bestimmt den Sitz Ihres Vaters im Admiralitätsrat wieder besetzen wollen. Was wird dann aus den Kräfteverhältnissen? Keine Ahnung. Verbannung hätte das Ganze leichter gemacht. Einige haben mich als Kandidatin vorgeschlagen. Aber es dauert, einen Admiral zu ersetzen. Es ist Ihnen vielleicht nicht aufgefallen, aber Quarianer debattieren gerne. Ach so? Der ganze Prozess war eine Beleidigung. Man hätte ihnen Zeit geben müssen, ihren Vater zu betrauern. Ich glaube, es geht im Leben nicht darum, was man verdient. Aber mein Vater würde sich dadurch geehrt fühlen, dass meine Trauer um ihn darin bestanden hat, jede Menge Geth in die Luft zu jagen. Ich sollte zurück an die Arbeit gehen. Aber danke fürs Vorbeischauen. Shepard, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Ich muss wirklich dieses Triebwerk reinigen. Später vielleicht? Dann zurück an die Arbeit. Wir reden später weiter. Ich dachte, wir können hier ein bisschen Schniegeschnack, aber... Können wir nicht... Kommt die jetzt an mit den Fischen? Wo kriege ich neue Fische her? Keine Nachrichten für Sie, Commander. Wo kriege ich neue Fische her? N7 verschollen. Omega-Nebel. Was ist auf dem Planeten Lorek, Father Omega-Nebel? Vielleicht finde ich jetzt den Omega-Nebel zufällig auf der Galaxiekarte? Omega-Nebel. Jetzt steht's da dran, Feuergänger. Oder habe ich es vorhin nur nicht gelesen? Okay, müssen wir zufällig nochmal nach Ilium? Halbmond. So, wir fliegen jetzt zur Citadel, weil auf der Citadel gibt's Fischis. Nur deswegen. Nicht, weil wir da Missionen haben oder so, nein. Wir fliegen ausschließlich wegen den Fischen dahin, damit wir ein schönes Aquarium haben. Jetzt, wo sich die Kelly darum kümmert. Jetzt. Ich möchte es nochmal betonen. Jetzt.
Das sieht schon cool aus, ne? Muss ich schon sagen. Immer noch nach nebenan gucken, ob auch alles läuft. Sieht gut aus. Heute habe ich anderen Lippenstift. Sieht aus, wie wenn ich so Molllippen habe. Weiß, interessiert euch nicht. Okay, wir brauchen den Garus. Wen sollten wir noch helfen? Thane? War Thane hier? Ja, ne? Doch, mit seinem Sohn, ne? Ich glaube, das war hier. Ihr beiden, habt ihr irgendwas zu sagen? Vielleicht hier? Anatomiekenntnisse untrüglich außer verbessern. Gesundheit 15, Waffenschaden 50. Drell. Das, ach, er ist ein Drell? Oh mein Gott, das ist ja jetzt... Ich habe doch letztens irgendwas gefragt, was war denn ein Drell? Und ich dachte, ich hatte ihn gar nicht mehr auf dem Schirm, seine Rasse. Ich dachte, was habe ich gesagt? Die Drell sind die kleinen Schwabbeldinger auf dem Wasserplaneten, die da so rumschweben, aussehen wie Quallen. Was sind denn dann das für Wesen gewesen? Scheiße, ja, das ist ein Drell. Ach so. Die immer in der dritten Person von sich reden. Ihr wisst, welche ich meine. Die Kleinen, die Süßen. Heißen die denn dann? Ist ja auch egal. Er wird Veteran. Wie heißen die denn? Das ist ja jetzt doof. Ich hatte ihn nicht auf dem Schirm. Scheiße, was war ein Drell? Gut, dass wir einen in unserer Truppe haben. Abtrünniger oder Überlebenskünstler? Ob das Auswirkungen hat auf später, auf Teil 3? Schauen wir mal. Die Drell, wie heißen denn die Kleinen? Vielleicht ein guter Anfang für die Suche. C-Sicherheit berichtet außerdem, dass kürzlich ein Drell den Zoll passiert hat. Das Büro von C-Sicherheit hat sicher weitere Informationen darüber. Ich meine ihn. Es tut mir leid, aber damit kann ich Sie nicht an Bord eines Shuttles lassen. Hier, wie heißen die? Sir, das ist ein Sägemesser mit 15 cm Klingenlänge. Alle Menschen sind Rassisten. Zahlen Sie die Unannehmlichkeit, Ma'am. Du, alles gut, kein Problem. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Zeig mal. Oh, cool, es gibt noch andere Fische. Sonnenfische. Kleine Fische in grellen Farben, die auf der Heimatwelt der Asari heimisch sind. Oh. Oh, und ein Modell der Severin. Haben wir jetzt alle? Oh, süß. Süß. Agesh. Das ist deprimierend. Komm. Wir suchen uns einen Turianer und prügeln in Windelwald. Danach geht's dir doch immer besser. Das habt ihr jetzt nicht gehört. Gewalt ist keine Lösung. Wo muss ich hin? Ich weiß nicht, scheiße, was muss ich machen? C-Sicherheit. Wo war C-Sicherheit? Hier irgendwo.
Was gibt's denn hier so? Schön, schön. Ich brauche nix. Nur ein paar Gewürze. Amino, rechts und links drehend, falls Sie das führen. Gewürzdrehungen mischt man nicht. Auf welcher Kurve? Boah, wie cool. Ah, jetzt mal ohne Scheiß. Oh, wie cool. Boah, ich mag das total mit den Gebäuden da drin. Hat was... Ach, ich mag's. Die Sicherheit. Ich glaube, wir laufen gerade falsch. Hier waren die... Genau, hier waren die Schiffshändler. Hiroshimas! Oh, hier gab's Ramen. Ich erinnere mich, hier gab's Ramen. Lecker Ramen. Hätte ich gerne. Gib mir was. Schon mal Ramen probiert? Ja. Auf der Erde sind sie eine Delikatesse. Warum gibst du mir da nichts? Ich liebe Ramen. Hier müsste es sein. Die Schläger des Fälschers sind... Ich habe gerade auf dem Bezirksmarkt mit ihm gesprochen. Er schickt mich. Kommen Sie schon. Wofür brauche ich denn einen Serviceauftrag? Bezirksmarkt? Und warum kommen Sie dann zu einem Lagerhaus des Sekera-Bezirks? Fate? Sie sehen ganz anders aus, als ich sie mir vorgestellt habe. Der Schein kann trügen. Also, wer von Ihnen würde gerne von der Bildfläche verschwinden? Mir wäre es lieber, wenn Sie jemanden wieder zum Vorschein bringen könnten. Ah, diese Dienstleistung haben wir nicht im Programm. Machen Sie eine Ausnahme. Nur dieses eine Mal. Verdammt, schnell, erschießt sie, ihr begriffsstutzigen Riesen! Warum schleichen Sie beide nicht woanders rum? Ist das alles? Dafür werdet ihr nicht bezahlt. Wozu heuert man Beschützer an, wenn die einen nicht beschützen? Wir suchen jemanden, einen Klienten von Ihnen. Nicht von mir. Ich bin nicht Fade. Ich arbeite nur für ihn. Irgendwie. Ich wusste es. Dann sollten Sie uns jetzt sagen, wo wir ihn finden. Ja, natürlich. Er ist im Industriegebiet. In der alten provisorischen Gießerei. Ich weiß, wo das ist. Er hat da jede Menge Söldner. Blue Suns. Harkin glaubt, dass sie ihn beschützen. Was haben die Blue Suns damit zu tun? Sie nutzen seine Verbindung. Damit ihre Leute Unternehmen und Organisationen hier auf der Citadel infiltrieren können. Mistkerl. Er benutzt C-Sicherheit, um diesem Abschaum zu helfen. Nein, nein, nein. Naja, nicht wirklich. C-Sicherheit hat ihn vor einiger Zeit gefeuert. Aber er kennt natürlich das System. Interessant, aber das ändert nichts. Wir müssen ihn trotzdem finden, bevor wir uns um Sidonis kümmern können. Nun, dann werden wir Harkin mal einen Besuch abstatten. Wir müssen zur Transitstation. Von dort kann ich uns zu ihm bringen. Dann kann ich... also gehen? Sicher. Aber wenn wir Harkin nicht finden, kommen wir wieder zu Ihnen. Oh. Gut. Tja, so ist es halt. Hier gibt's sonst nichts. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Ja, ist es. Das nehme ich mit.
Erhöht Gesundheit um 10. Ja, das machen wir jetzt auch mal. Wir machen jetzt mal hier. Wir kaufen mal ein bisschen was. Hier steht, dass Nervenerweiterungen hin und wieder motorische Störungen als Nebenwirkung haben. Jake rennt so gerne. Was ist, wenn er dadurch umfällt? Pechschaden. Pass auf. Gruppenbonus 40% auf Tech-Schaden. Puh. Bye bye, Money. Oh, ich habe kein Geld mehr, um das zu kaufen. Oh. Oh. Wir sind pleite. Reduziert die Nachladezeit ihrer Kräfte um 5%. Na, das ist sehr schön, aber ich will das andere noch. Wir brauchen Geld. Und ein Taxi. Wir brauchen Geld und ein Taxi. Nein. Warte mal, wo ging's denn hier raus? Hier, ne? Hier ging's doch zu... Ging's hier zu den Taxis? Nee, ne? Da. Da sind doch Taxis. Uff. Ja. Hier vielleicht? Weiß es nicht mehr. Es ist nicht mehr. Hatten wir jetzt schon das Schmerzding von Morden, wenn nicht, nehme ich ihn nochmal zumindest für die Mission mit und Thane dann auf die andere. Ich wollte es halt mal sehen, was das ist, weil das war so rot. Komm. Ja, bei den Dings hat es nichts gebracht. Bei den Geth sind ja nicht menschlich. Aber wir haben ja jetzt, oder was heißt nicht menschlich? Sind ja keine Lebewesen. In dem Sinne. Deswegen schwierig. Shepard? Steht nicht rum! Haltet sie auf! Haltet sie auf! Laufen Sie ruhig davon, Harkin. Wir finden Sie schon. Kampf steht bevor. Das kommt jetzt gerade recht. Jetzt weiß ich auch wieder, wer das ist. Das ging ja schnell. War das sein Special-Ding? Hey, was macht sie? Was? Dein Ernst? Der nächste. Die waren noch gar nicht tot, ich habe sie mitgeschleift. Ohne Probleme. Einer weniger.
Schalter offline. Liege unter schwerem Beschuss. Entschuldigung. Was mache ich? Warum kann ich mich gerade nicht konzentrieren? Scheiße. Oh, das war's, gell? Nein, das war's wirklich. Oh, ich war gerade so unkonzentriert. Das geht nicht. Ah, mein Geld. Ich muss doch Geld sammeln. Ich brauche neue Rüstung. Haken muss irgendwo da drin sein. Ich rieche ihn da schon. Medizin. Platine. Ah, okay. Probieren wir es nochmal für 900. Ich höre was. Geh weg, ich sehe doch nichts. So muss es sein. So muss es sein. Oh Gott, und jetzt schießen die. Kann ich das trotzdem machen? Ich weiß es nicht. Sehen wir gleich. Hey, hör auf. Du siehst doch, dass ich hier gerade den Tresor knacken will. Nein. Ach, komm schon, was? Ach hier, oh Gott sei Dank. Ich dachte jetzt gerade schon... Jetzt aber. Unsere schwere Waffe könnten wir auch mal wieder benutzen. Na, es war der Falsche. Hier, viel Spaß. Hat er das gerade gesagt? Ach Gott, wie süß. Hier, viel Spaß. Ah, süße Morden. Ich glaube, das ist sein... Das ist echt cool, sein Schmerzding. Hat was.
Schwerer Mech über uns. Vorsicht! Nein, kein Mech. Kein Mech. Nein, nein, nein. Kann ich. Ach so. Gucken, ob das auch geht. Was zum Teufel hat Harkin vor? Okay, wir schauen uns erst natürlich um. Hand safe. Was ist das hier? Fensterkonsole öffnen. Harkin ist also endgültig zu den Bösen übergelaufen. Er war schon immer eine Nervensäge. Aber ich bin nicht in Stimmung für seine Spielchen. Wenn er nicht kooperiert, werde ich ihn halb tot prügeln. Sie scheinen immer angespannter zu werden, Garrus. Harkin weiß vielleicht, warum Sidonis sich absetzen wollte. Falls das stimmt, weiß er, warum wir hier sind. Und ich will nicht, dass er Sidonis einen Tipp gibt. Haben Sie das gesehen? Ich habe was gesehen. Er bereitet sich auf uns vor. Was werden Sie tun, wenn Harkin die Kooperation verweigert? Er ist jetzt ein richtiger Verbrecher. Er arbeitet für die Blue Suns. Ich sollte ihn einfach ohne Vorwarnung abknallen. Aber ich brauche ihn lebend, also werde ich ihm keine bleibenden Schäden zufügen. Nur ein bisschen, um seine Zunge zu lösen. Sie müssen ihm nicht wehtun, um zu kriegen, was Sie wollen. Keine Sorge, Harkin ist ein Feigling. Er wird alles sagen, bevor ich ihm wirklich wehtun kann. Haben Sie immer noch vor, Sidonis zu töten, wenn wir ihn finden? So lautet der Plan. Es wird schnell und schmerzlos gehen. Im Gegensatz zu denen, die er verraten hat, wird ihm die Agonie eines langsamen Todes erspart bleiben. Es ist mehr, als er verdient. Aber wenn er stirbt, bin ich zufrieden. Garrus, glauben Sie wirklich, dass alles wieder gut wird, wenn Sie Sidonis umbringen? Ich muss das tun. Ich erwarte nicht, dass Sie es verstehen, aber versuchen Sie bitte nicht, mich davon abzuhalten. Ich werde abdrücken und ich werde mit den Konsequenzen leben. Ich bitte nur darum, dass Sie mir helfen, ihn zu finden. Nun, es gibt einen Weg, das herauszufinden. Bin direkt hinter Ihnen.